Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, also jetzt gebe ich euch das Update, das ich auch vom Maler habe. Also Stand heute haben wir das Angebot bekommen und das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Und als wir das so gelesen haben, muss ich sagen, das war preislich ganz okay. Also es ist unter 5.000. Wie es genau ist, möchte ich jetzt nicht sagen, weil da können jetzt noch Sachen dazukommen, wie zum Beispiel Arbeitszeit und sowas. Und dann könnte es doch wieder teurer werden. Und ja, ich würde es euch, wenn dann, erst sagen, wenn wir dann fertig sind. Es gibt bloß im Angebot zwei Fehler, die wir entdeckt haben. Zum einen ist es so, dass die Isolierung steht mit 2 cm da. Uns wurde aber gesagt, die Isolierung bringt erst ab 5 cm was, was irgendwie auch Sinn macht, weil im Moment haben wir ja eine 1 cm Isolierungsschicht da drauf und die bringt gar nichts. Also die bringt echt gar nichts. Meine Mutter redet sich immer ein, die macht voll den Unterschied. Aber ich sag euch, an den Stellen, wo die nicht drauf ist, ist es genauso wie auf denen, wo es drauf ist. Also die bringt nichts. Und ja, deswegen haben wir da dann auch schon mal die Frage gestellt. Und er muss sich selbst erstmal erkundigen, weil, ob das ein Druckfehler ist oder ob das wirklich so ist, wie das angegeben wird. Jetzt warten wir noch erneut auf unseren Maler. Das andere ist, meine Mutter hat da auch schon wieder. Also manchmal, es ist die eine Sache, die mich gerade ein bisschen an dem Projekt nervt. Meine Mom hat immer bei allem. Schon vorher, das wurde schon mal besprochen. Und dabei hat sie es noch nicht einmal erwähnt. Oder es wurde auch nie von einem Handwerker erwähnt. Aber es ist auf jeden Fall alles immer genau so, wie das dann da steht. Und einer dieser Punkte ist zum Beispiel die Dispersionsfarbe. Das ist eine besonders schnell trocknende und irgendwie besonders gute Farbe. Und ich habe mir ja eigentlich die von Schöner Wohnen ausgesucht, die Farbe. Und dann hieß es, hat meine Mutter immer so gesagt, ja, das ist genau die. Aber wenn man das zusammenrechnet, die Farbe, also die, die ich gerne hätte, kostet fast die Hälfte von dem, was die dann der Maler im Angebot hat, kostet. Und ich finde es ehrlich gesagt, den Punkt kann man sich schon auch sparen, wenn man dann die Farbe nimmt. Auf jeden Fall hat er dann mit meiner Mom darüber gesprochen und hat gesagt, das Wichtige wäre bloß, dass er einen ganz bestimmten Wert hat. Der muss gegeben sein, weil sonst ist die Farbe nicht verstreicht, also bringt die nichts, weil die dann sofort abbröckelt. Und dann habe ich auf jeden Fall den ganzen Tag, nachdem ich das erfahren habe, und den nächsten Tag damit verbracht, diesen Wert zu erfragen überall. Aber meine Mama hat mir den falschen Namen von dem Wert genannt, weswegen keiner wusste, was da gefragt wurde und ich keine Auskunft bekommen habe. Und dann erst am Abend bin ich es immer drauf gekommen und habe mal gegoogelt, wie dieser Wert heißen soll. Ja, und dann haben wir den dann auch gefunden, haben dann auch dann zum Glück herausgefunden, dass die Farbe fast schon die perfekte Qualität hat und von daher kann ich meine schöne Wohnfarbe jetzt doch benutzen und das beruhigt mich sehr. Was sich auch geändert hat, ist, ursprünglich war die Aussage Ende August, Anfang September. Jetzt sind wir bei Mitte August, weil danach ist der Maler erstmal im Urlaub und deswegen wird das alles ein bisschen früher. Was gar nicht schlecht ist, dann können wir das einfach, ja, dann wird das Zimmer auch früher fertig. Wobei ich noch ehrlich gesagt hoffe, dass er vielleicht Ende Juli, Anfang August Zeit hat, weil. Dann wäre es noch früher fertig und dann könnte es noch trocknen und dann könnte man endlich dann die Sachen, zumindest schon mal die ersten, und dann wäre das alles viel einfacher. Und vor allem wäre es dann auch einfacher, weil dann habe ich noch die Kraft zum Räumen, weil immer so nach meinem Geburtstag liege ich erstmal flach und das dann für eine Woche oder so und da fehlt uns dann eine ganze Woche. Ja, aber das ist jetzt der neueste Stand beim Maler und ja, gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was sich so bei euch getan hat. Ihr könnt mir auch gerne auch irgendwas anderes schreiben. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.